Der Reiter der Vernichtung grüßt euch zur neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir sitzen noch immer noch auf Avrek und sind hier vor der nächsten Dwemer-Ruine, aber wie sich herausstellte, ist das hier die falsche. Warum sage ich, wie sich herausstellte? Nun, ganz einfach. Das ist hier schon der zweite Aufnahmeversuch, denn Spiel mag gerade nicht. Es hat sich mehrfach am Stück einfach geschlossen. Ich bin kein Experte und habe keine Ahnung, woran es liegt und werde einfach so lange versuchen, weiter aufzunehmen, bis das geht. Witzig ist ja auch, ich habe ja in der letzten Folge das große Versprechen gemacht, wieder gleichzeitig Skyrim und Witcher zu bringen und habe Sky am ersten Tag danach verkackt, denn ich bin unfähig. Nein, mein Internet ist unfähig. Ich habe einen ziemlichen Leistungseinbruch gehabt und habe einfach, ja, der Upload ging schlicht und ergreifend nicht. Und jetzt seht ihr jetzt sind wir hier, ja. Also da ging einfach ein Folgen-Upload nicht. Ja, die Folge ging dann, also der Upload wäre schon gegangen, aber die Folge war hier hochgeladen. Aber man konnte die ging nicht. Da war irgendwie was in der Datei falsch. Ja, jetzt lass uns mal hier in Ruhe, Bär. Wir lassen dich ja auch in Ruhe. Da war irgendwas mit der Datei kaputt oder was weiß ich, was das sollte, aber ich habe ja den Upload gestartet und ungefähr bei 40, 50% sagt dann immer plötzlich YouTube, ja, das ist kaputt, das geht nicht, können wir nicht hochladen und ging dann nicht mehr weiter. Und ja, in der Folge hätten wir uns in die Dwemer-Ruine gewagt, dann hätte ich gemerkt, dass das diese Besessenen sind, hätte nach einer Zeit gemerkt, dass das ein Daedra-Quest ist und dann hätten wir den gemacht, aber jetzt, da das hier schon Take 2 ist von der ganzen Sache, habe ich mich entschieden, wir reiten lieber weiter und suchen erstmal die Eternumschritte fertig, denn ich will ja erst einen Quest fertig machen, dann den nächsten machen. Und ernsthaft mal, ich weiß nicht, mit was hier in Skyrim die Pferde füttern, sagte er, während er auf einem untoten Geisterpferd reitet, aber die können hier die Wände hoch wie die Spinnen, Alter. Das ist, ich glaube, die sind mit Spiderschwein verwandt. Spiderschwein, Spiderschwein. Macht, was immer ein Spiderschwein macht. Und Spiderpferde machen auch, was sie wollen, denn die Schwerkraft hat auf jeden Fall keinen Einfluss auf die sagen hier, Naturgesetze, nicht mit mir. Wir werden das Pferd jetzt sowas von umbringen, wenn wir da runter reiten. Aber es ist ja schon tot. Irgendwie sieht Avrek ein bisschen komisch aus, wenn es fällt. Die Hinterbeine spreizen sich da so komisch. Wohep. Wohep. Ich frage mich, wie viel Leben kann Avrek noch haben, obwohl es untot ist. So, jetzt sind wir hier bei Markat und jetzt reiten wir hier einmal nach Süden Richtung Falkenring. Denn in der Ecke haben wir noch ganz wenig erkundet. Und da reiten wir jetzt hin und hoffentlich finden wir da in der Ecke den zweiten Eternensplitter. Ups, drüber da. Und können den Quest beenden. Das ist so der Plan. Wie gesagt, wir haben ein Pferd. Kein Felsen der Welt kann uns aufhalten. Nichts kann uns mehr aufhalten. Ich frage mich wirklich, warum die Pferde das so krass können. Na gut, das ist wahrscheinlich irgend so eine halbe Glitcherei. Man muss sagen, Skyrim ist ein riesengroßes Spiel. Open-World-Spieler tendieren ja dazu, immer irgendwelche sonderbaren Interaktionen und Bugs zu haben und Sachen, die halt eigentlich nicht so vorhergesehen waren, aber dann halt so gehen, wie zum Beispiel halt, ich glaube, dass keiner der Entwickler dachte, hey, wisst ihr, was das Spiel braucht? Pferde, die senkrechte Wände hochklettern. Ich glaube, da hatte keiner so die Idee, das braucht das Spiel, aber weil halt Skyrim riesengroß ist, passieren solche Sachen auch. Man kennt das ja aus Open-World-Spielen, dass da halt, selbst wenn es halt keine Bugs in dem Sinne sind. Okay, egal, das sind nur ein paar Vampirhunde. Die ignorieren wir mal ganz geschickt und reiten davon. Wir sind ja schneller als die. Wie gesagt, Open-World-Spiele tendieren ja dazu, irgendwelche komischen Interaktionen einfach manchmal zu haben. Das ist einfach so. Weil sie halt so riesengroß sind und ab einer gewissen Größe schleichen sich da halt Fehler ein und man kann die Fehler halt auch schwieriger finden. Ich meine, wenn ich jetzt so ein ganz krasses Film-Bilderbuch-Spiel habe. Also es gibt ja diese Spiel, es gibt ja mehr oder diese spielbaren Filme, also ich weiß nicht, sowas wie halt zum Beispiel The Order, 18 irgendwas. Dieses war ja von der Zeit, schon auch wieder ein bisschen her sogar, ziemlich überall eigentlich. Und das war ja so toll vom Aussehen und alles. Und ich muss sagen, es war beeindruckend von den Visuals her. Also, wenn man sich das Spiel anguckt, das war wirklich beeindruckende Bilder. Aber wie kommen wir da drüber? Wir reiten sowieso gerade aus der Karte raus. Fick dich, Bär, ich bin dann weg.
Aber das war halt mehr oder weniger ein spielbarer Film. Man hat halt das, diese Story und spielt sich halt von Cutscene zu Cutscene und spielt, also man spielt sie halt von Cutscene zu Cutscene und ja, schaut sich halt die dann an oder hat halt diese, wir sind gerade ins Orklager rein eingebrochen. Hüpft drüber. Gut. Und ja, ich weiß nicht, ein Kapitel von dem Spiel war halt tatsächlich nur eine einzige Filmsequenz und ich weiß nicht, das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, ein spielbarer Film hat ja auch was. Es ist ja, deshalb spielt man ja auf gewisse Weise Spiele. Also ich spiele schon für die Story. Ich habe mir auch bei Dark Souls, was ja beileibe wirklich nicht gut drin ist, eine Geschichte zu erzählen, über Stunden über aus Itembeschreibungen und Wikipedia die Story zusammengesucht, weil ich die Story wissen wollte. Und in einem Spiel, das halt schon eine Story hat, also ich spiele die Spiele schon wegen der Story, auch Skyrim. Gut, Skyrim ist vielleicht nicht primär, weil ich finde, Skyrim hat eine unglaublich schlechte Art, die Story zu erzählen, aber sie ist trotzdem interessant. Vor allem die DLCs, finde ich, sind da noch ein bisschen besser gemacht, was die Story angeht. Wo sind wir jetzt? Okay, genau da wollte ich eigentlich hin. Da reiten wir jetzt mal drüber. Und das heißt, ich finde in dem Sinne ja einen spielbaren Film nicht schlecht, weil im Film sehe ich mir auch wegen, dass du kannst nicht in diese Richtung gehen, okay? Na, das ist ein bisschen zu weit nach da drüber. Ich merke schon. Okay, Averick überlebt das. Gut, gutes Pferd. Wobei, ich spielbare Filme finde ich gut, weil es ist ja nicht schlechtes. Aber es ist natürlich, um jetzt mal den Bogen zu Glitches und Bugs in Open-World-Spielen zu schlagen, ist natürlich viel einfacher, in so einem spielbaren Film Fehler rauszufiltern. Weil ich natürlich eine viel kleinere und beherrschbarere Umgebung habe. Ich meine, die Levels, die da sind, sind ja meistens doch irgendwie Schlauchlevel. Man muss von A nach B, man hat eine definierte Aufgabe, die man in einer eigentlich relativ begrenzten Art und Weise erledigen kann. Ich kann halt nicht einfach mal sagen, ich renne jetzt hier durch halb Skyrim. Ich renne hier nicht durch eine riesengroße offene Welt, sondern ich habe halt genau diese, ich habe genau diesen einen Raum, dieses eine Gebäude, diesen einen Korridor und diesen Schlauch, durch den ich halt durchgehe. Wie gesagt, wieder, das ist halt nicht schlecht. Ich meine, Open-World-Spiele haben ihre Vorteile und so ja, diese Spiel- und Schlauchleveln ja auch. Das hat halt den Sinn, den Spieler zu halt schon ganz stark halt diese Story folgen zu lassen. Und die Story ist halt nun mal begrenzt. Kann ja nicht alles einbezogen werden, was jetzt dem Spieler gerade in den Sinn kommt. Ist ja nie so. Es gibt immer Begrenzungen durch die Story. Und ja, also da ist natürlich viel einfacher, einen Fehler zu begrenzen, weil ich habe halt. Okay, die streiten sich gerade, die lassen wir mal in Ruhe. Man hat halt diesen begrenzten Raum und das ist viel kontrollierbarer. Ich weiß ja halt genau, was da passieren kann, welche Events wo stattfinden und wenn ich das jetzt in einer Alpha oder so spiele, dann komme ich auch überall hin und dann sehe ich ja alles. Und wenn da ein Bug oder so auftaucht, dann wird der halt schnell gefunden und schnell rausgefiltert. Hier in Skyrim, da können Sachen übersehen werden. Das ist einfach so. Irgendwelche Interaktionen, gut, jetzt hier, dass Pferde Wände hochreiten können, wurde vielleicht nicht übersehen oder es ist einfach drin geblieben oder es ist einfach ein Bug, den sie nicht rausbekommen haben. Das kann ja alles sein. Der Punkt. Und dafür fallen wir auf die Fresse. Au. Wo sind wir jetzt hin? Jetzt haben wir es auch mal geschafft, Averick umzubringen. Wir teleportieren uns mal kurz. Sind Feinde in der Nähe? Sind Feinde in der Nähe? Sind denn hier Feinde? Brandschatze der. Ah, da ist der Feind. Das war daneben. Das war gar nichts. Wie ich halt immer zuhau, weil ich zu früh Zoom drücke. Ey, der ist nicht schlecht. Der weicht besser aus als mir. Ey, hör auf auszuweichen! KI. Ja. Und in Skyrim, also wie gesagt, in so einer großen Welt, wo es halt so viele Interaktionen gibt, so viele Sachen, die aufeinander prallen können. Ich meine, was rauskommt, das ist habe ich auch schon. Ich glaube, das war aber nicht im Let's Play, das war offscreen, bevor ich im Skyrim Let's Play angefangen habe.
wenn man, wenn zum Beispiel ein Drache gegen einen Mammut oder einen Riesen kämpft, kannst du halt zu den übelsten Bugs kommen, weil die Mammuts teilweise auf den Drachen raufrennen und dann mit den Drachen ein Stück mitfliegen. Und dann halt irgendwann wieder aus dem Himmel fallen. Das hab ich, ist mir ein paar Mal schon untergekommen, dass halt ein Drache einen Mammut angegriffen hat, weil Drachen ja teilweise alles relativ zufällig eigentlich angreifen. Und der Drache hat halt einen Mammut angegriffen und einen Riesen. Und irgendwann ist halt das Mammut hat es irgendwie geschafft, auf den Drachen raufzusteigen. Also ist einfach drauf halt gelatscht. Und der Drache hat wieder abgehoben und hat das Mammut mitgetragen. Jemand hat euch eure Süßigkeiten. Was ist denn hier für eine Convention? Aber wir stehen sie alle rum. Wo wollen wir hin? Wir wollen hier das Areal nach hier hin absuchen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt den Eternum-Schritte nicht finden. Ich kann es ja auch googeln. Wo der ist, es geht ja auch immer. Und gehen wir erstmal hier lang. Ist eine gute Richtung. Jetzt wieder zu Fuß. Geht's dahin? Nee, das ist die falsche Richtung. Wir gehen da lang. Also, da gibt es halt eben diese zu vielen Interaktionen, wo man halt teilweise halt gar nicht dran denkt oder was halt übersehen werden kann. Und wie gesagt, das, wo so viele Sachen nacheinander prallen, so viele Möglichkeiten da sind, passiert halt viel Scheiß. Manches davon sind Bugs und Glitches, die halt übersehen werden. Da brüllt wieder irgendwo ein Drache. Manches davon sind einfach, ja, in dem Sinne keine Bugs, sondern einfach lustige Dinge, die passieren. Eben ein Mammut, das auf den Drachen steigt, weil es gegen ihn kämpft und dann halt über ewigste Entfernungen von den Drachen mitgetragen wird und plötzlich fällt sie aus dem Himmel und stirbt dann. Das ist halt, es ist in dem Sinn nicht beabsichtigt, dass man soll das nicht machen, aber es kann es machen, weil es halt auf den Drachen draufgehen kann und der Drache kann halt fliegen und das passiert dann halt. Vielleicht hat das keiner von den Testen oder vielleicht ist es in der Testphase nie passiert mal, dass ein Mammut auf den Drachen gestiegen ist. Und so wusste man halt wahrscheinlich gar nicht, dass es geht, aber es geht halt. Dann braucht man ja nur mal auf YouTube zu gucken. Skyrim Bugs and Glitches, da gibt es halt, da gibt es ja Stunden an Videomaterial zu. Was ist, ich meine, was man da alles an Videos dazu machen kann. Wie gesagt, unglaublich viel Material einfach und ja. Das ist halt ein Open-World-Spiel und das finde ich macht aber auch irgendwie ein Open-World-Spiel aus. Das soll viel. Viel, viel lustiger Scheiß passieren. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Ich meine, auch ein Beispiel dafür finde ich, ist, oder ein ganz großes Beispiel dafür ist GTA. Also GTA, das neueste, 5 ist es normalerweise. Gott, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, das sollte ich wissen, aber die Zahlen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir teleportieren uns mal hier hin und reiten dann. Ich weiß nicht, wo gibt es noch Dwemer-Ruinen? Ich sollte das googeln. Wo wir hier... Ich dachte halt, hier werden wir das noch finden. Arknath haben es damals ja gefunden. Wäre das jetzt einer dieser blöden Splitter auf Solstheim? Gab es hier drüben nicht noch eins? Gehen wir nach Msulf. Was da ist. Gehen wir kurz nach Msulf. Ich bin mir sicher, dass da irgendwo noch eins gab. Ich glaube, zudem habe ich, das ist das, wo man so runterfallen kann. Ja, hier waren wir schon, ja. Das war im Lagerhaus von Sulf, hat man das gefunden, glaube ich. Genau, hier ist ja zugesperrt. Oder doch nicht zugesperrt? Oder war da drin zugesperrt? Ich weiß es nicht mehr. Ich renne hier nur random rum. Also, dieses zufällige Zeug, es gehört dazu. Und wenn man halt, ach genau, hier braucht man einen Schlüssel. Ja, ich weiß es schon wieder. Hier haben wir auch einen Splitter im Lagerhaus gefunden. Ja. Steht, also wahrscheinlich steht das sogar in dem Buch, in irgendeinem Buch über Eternum-Kriege drin, haben wir dazu vielleicht Notizen. Ich rede gleich wieder über das, was wir eigentlich reden, aber jetzt mal kurz Forschungsnotizen. Diops Werke. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Also mal gucken. Das haben wir. Dann ist es tatsächlich... Ah, hier haben wir sie kennengelernt. 1, 2. Dann ist es tatsächlich da drin. Okay. Auch wenn das zwar Daedra-Quest ist, dann machen wir das halt nebenbei. Werden wir halt den Daedra-Quest erledigen. Okay.
Also hier drin ist der Schmitter, wir haben es rausgefunden. Da, wo wir die Folge angefangen haben. Yay! Wenigstens habe ich viel gelabert. Ich sage tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn wir weiterreden über Open-World-Spiele und spielbare Filme, Schlauchspiele und so. Bis dann, tschüss.